Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Marco, 1-1, gestern gegen Nürnberg. Wie fühlt sich das an? Bist du zufrieden mit dem Punktgewinn? Ja, zufrieden ist schwierig. Ich fand, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, waren richtig verbissen drin. Jeder Einzelne war voll dabei, hat sofort nachgesetzt, haben natürlich auch Fehler gemacht, das gehört dazu, aber eine sehr gute Körpersprache gezeigt und ich glaube, ich bin nicht unverdient in Führung gegangen, 1-0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dem ein bisschen Tribut zollen müssen, dass das Tempo erste Halbzeit sehr hoch war. Es ist dann eher so ein ausgeglichenes Spiel geworden, was so ein bisschen dahin geplätschert ist, wo wir wenig Zwingendes erspielen konnten. Deswegen geht vielleicht das 1-1 so in Ordnung und man darf sich darüber nicht ärgern. Es ist jetzt nicht so, dass wir Freudensprünge machen. Ein Dreier hätte uns besser zu Gesicht gestanden, aber ich denke, der Punkt tut uns auch gut. Nach dem 1-1, so zumindest habe ich das gesehen, gab es einen kleinen Bruch im Spiel bei euch. Das Selbstvertrauen war wieder weg. Das, was euch in der ersten Halbzeit ausgemacht hat, woran liegt es, dass die zweite Halbzeit meistens nicht mehr ganz so ist wie die erste? Ja, ist schwer zu beantworten. Ich denke aber auch in der zweiten Halbzeit hatten wir dann auch wieder Phasen, wo wir da mehr den Ball wieder hatten. Sicher gespielt haben, auch die eine oder andere Chance hatten durch eine gute Flanke. Von daher war es insgesamt gesehen ein gutes Spiel von uns, da können wir drauf aufbauen und ja, jetzt müssen wir schon Richtung Braunschweig gehen und damit wir da auch punkten und womöglich sogar einen Dreier mitnehmen. Ja, ich glaube, das ist normal. Das war trotzdem ein sehr mutiger Auftritt von uns gestern. In vielen Szenen haben wir uns versucht rauszukombinieren. Und die Spiele werden natürlich weniger. Jeder weiß, dass du nicht mehr viel verbocken darfst, dann wird es ganz, ganz eng und dann mit dem 1-1 hat man wieder so eine gewisse Sicherheit und dann auch wieder ein bisschen Probleme, unser Spiel so durchzuziehen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir haben dann auch ein bisschen im Tempo Tribut gezollt. Und schade, dass wir das 1-1 so früh bekommen haben. Es war auch unnötig, ich hätte den Ball rausköpfen können. Ansonsten hätten wir vielleicht das Spiel nochmal so spielen können, dass wir gut und organisiert stehen und auf Konter lauern. Aber dazu sind wir gar nicht gekommen. Paco, 8 Monate ist es ja, 244 Tage von deiner Verletzung bis zur Einwechslung. Gestern bist du wieder auf dem Platz gestanden hier im Topspiel gegen Nürnberg. Wie hat sich das gestern angefühlt? Was ging dir durch den Kopf? Ja, es war ein atemberaubender Moment. Ich glaube, allein mit der Einwechslung gestern hat sich so jede Arbeit, jede Schweißtropfen, jedes Blut, wie man sagt, gelohnt im Trainingsraum und auf dem Trainingsplatz. Wenn man so empfangen wird von unseren geilen Fans, dann ist das atemberaubend. Ich habe jetzt schon eine Nacht drüber geschlafen und es ist einfach traumhaft. Und ich hätte es gerne gestern noch mit 3 Punkten für uns abgerundet. Das wäre, glaube ich, nochmal ein i-Tüpfelchen gewesen. Aber ja, ich bin jetzt wirklich wieder glücklich, dabei zu sein. Und wir haben gestern einen Punkt gegen ein Top-Team geholt und darauf lässt sich aufbauen. Nürnberg steht auf 2 in der Tabelle. Wir stehen nach dem Spiel auf Tabellenplatz 11. Was hat die beiden Mannschaften gestern auf dem Platz groß unterschieden? Ja, nicht viel, würde ich sagen. Man hat bei beiden Mannschaften eine hohe individuelle Qualität gesehen, dass Spieler auf dem Spielfeld sind, die für diese zweite Liga schon prägend sind. Das ist einfach so. Und gestern war es ein Spiel auf Augenhöhe. So wie es hätte, sage ich, in vielen Spielen hätte bei uns viel häufiger der Fall sein müssen. Das haben wir jetzt verpasst, aber dem brauchen wir auch nicht nachtrauern. Wir haben jetzt noch 6 Spiele vor der Brust und da brauchen wir genau diese Einstellung und diesen Fokus, den wir gestern gezeigt haben, jeder Einzelne, und dann holen wir genug Punkte. Du schaust ein bisschen unglücklich, hast die Nacht drüber geschlafen, du hast aber gestern das Tor geschossen. Beschreib doch mal bitte, wie das zustande kam. Ja, war mal ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, dann auch zu treffen. War natürlich sensationell, waren Glücksmomente in einem selber. Leider hat es zur Musik nicht gereicht, das schmälert natürlich ein bisschen die Freude, aber ein Tor machen macht immer Spaß. Danke und alles Gute fürs nächste Spiel. Alles klar.